Natürlich sind diese wunderbaren Stream-Aktionen gesponsert von den lieben Freunden von Gate. Wenn ihr also auch mal bestellen, ein bisschen sparen, das alles hier supporten wollt, dann fühlt euch super gern frei, mal vorbeizuschauen. Natürlich auch immer unterm Stream verlinkt oder in der Videobeschreibung alles weitere zu finden. Ja, darum Dankeschön an die lieben Leute, die uns hier eine muntere Reise ermöglichen. Wir kommen zu einer etwas neueren Edition, wo es um Shinies geht. Wir sehen hier vorne drauf, sind nur Shiny-Versionen, sogar mit diesen Sternchen. Shiny-Pokémon, einfach Pokémon wie so ein Rare-Spawn in einer anderen Farbe. Ja, haben so einen gewissen Sammlerwert wie Reittiere in WoW. Und deswegen, ja, wird den immer gerne nachgestellt. Und ich guck mal, dass ich die Box erstmal richtig ausgewickelt kriege hier. So, der gute Plastik. Und dann müssen wir die bestimmt auch wieder rausschieben. Aha, man lernt ja dazu. Und da ist er schon. Pikachu. Pika Pika. Wunderbar. Und ist das genau dieselbe Box, dass ich die jetzt auch so aufdrücken kann? Oh, warte mal. Das aber, Pikachu, ist eine ungünstige Stelle jetzt für dich. Fancy. Na, mal sehen, was wir da draus ziehen. Paldeas Schicksale. Karmesin. Und Purpur. Ja. Warum überhaupt so vorsichtig? Ich weiß es gar nicht genau. Ich möchte das so. Ich heb die Packung auch nicht wirklich auf, aber ich finde es einfach schöner, wenn das so flutscht. Weißt du? Wenn du das aufmachst und du musst dann nicht zum Hulk werden. Aber ich werde es einfach trotzdem, Mann. Ich habe keine Kontrolle. Damn. Nun gut. Dann gucken wir mal und fangen an mit einem Waumboll. Ach, toll. Ich glaube, über die habe ich mich noch nie gefreut. Ich glaube, die sind mir immer ziemlich auf den Sack gegangen. Waumboll tut mir fast ein bisschen leid, weil sie können ja nichts dafür. Sie sind einfach nur am Rumfliegen, aber seht euch den Boy an. Alpollo. Was für ein fantastisches Design, oder? Richtig schön mit Zunge raus, Junge. Richtig evil. Bisschen keck unterwegs. Oh, ein Hefel mit dem Rückwärtskick. Ja, ja, das ist die Falle. Wenn du dich hinter den stellst, dann gib schön ein in die Eier, Junge. Ganz gefährlich. Seht ihm nicht in die Augen. Das ist eine Falle. Paldea-Schüler. Oh, mit der netten Uniform. Ja. Okay, ohne Schüler, keine Schule. Razav. Geil. Razav, auch die Weiterentwicklung, die neue, finde ich richtig, richtig cool. Dass er vor Wut gestorben ist und dann aber zu wütend war, um im Totenreich zu bleiben oder so. Und deswegen hat er jetzt noch eine Entwicklung, die dann auch Geist ist, ne? Hammer. Das finde ich sehr, sehr gut. Du weißt genau, wofür die Öffnung ist. Ich distanziere mich. Junge, dieses andere Pokémon-Karten sammeln. Bitte helfen Sie mir. Landthorn dabei. Der Gute, den habe ich sehr gefeiert in Johto. Und der hat uns auch zu Lugia gebracht, als wir Pokémon Snap gespielt haben, das neue. Mhm, darum mag ich Landthorn sehr, sehr gern. Ein Fragrunz. Junge, es steht da wie der gottverdammte Endboss einfach, ne? Das Gras wedelt zur Seite hinter ihm, die Wolken brechen auf. Und es ist aber einfach Fragrunz. Holy shit, die Weiterentwicklung von Tobi, wenn ihr euch an unser Let's Play erinnert. Da oben ist er. Tja, Kugelrunde, Junge. Grüße gehen raus. Oh, Kameru. Schön auf dem Vulkan. Und das Auge? Ich dachte erst, er schaut einfach nur zufrieden, aber er schaut richtig herausfordernd, ne? Er denkt sich, wer sucht Stress, Junge? Die Zunderkanone ist geladen. Die ist geladen. Wann endlich DLC für Snap? Das würde ich auch mega feiern. Snap hat, sehr viel Spaß gemacht. Shiny Snibunna. Nice one. Muss sagen, definitiv nicht mein Lieblings-Shiny, weil so pink-gelb ist jetzt nichts, was mich persönlich total abholt. Aber dennoch ein gutes Shiny in meinen Augen, weil sehr abgespaced im Vergleich zum Original. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool. Ja, wenn das nur so im Shiny dann eine leicht andere Farbabstufung hat in hell-dunkel. Aber hier, Junge, auch wenn ich meine Lieblingsfarbe, schmeckt. Der schaut wie du auf den Dönerteller. Ja, Kamerupt eben, auf jeden Tool, Hallöchen. Und ein Mopex. Haben wir auch noch. Mag ich auch nicht so gern, das Design. Hat dann natürlich gepasst, ne, mit diesem Zeitengelöt, Karmesin, Purpur und so. Aber wie die da durch die Gegend gerannt sind, das habe ich gar nicht gefühlt, Mann. Okay, und eine Energie. Ja, aber gutes Pack, hör mal, Snibunna.
Nehme ich aber mit Kusshand, hör mal. Da sind wir dabei. Ein Video gesehen, bei dem jemand ein paar Pokédex-Einträge durchgeht. Lantern oder Lantorn müsse für seinen Pokédex-Eintrag so viel Energie aufbringen, dass das komplette Universum nicht genug hätte. What? Okay, cool, Lantern. Danke, Mann. Müssen wir Lampi, nice, mal Energiesparlampen reinschrauben anscheinend. Der Mini-Stromstoß, gucke. Lampi weiß ich zu benehmen. Oh, nochmal Paldea-Schüler, aber in der anderen Uniform. Das sind hier jetzt die Blaubeeren. Und das vorhin waren die Blutorangen, oder? Was waren die anderen? Nur Orangen? Orangenakademie, for real, ne? Ja, darum die orangene Hose, Leute. Maracamba ist dabei. Habe ich auch nie so richtig gefühlt. Hatte ich, glaube ich, auch nie im Team. Aber kennt man, ist eins von den Neueren, die doch, oh, im Kopf hängen geblieben sind. Kamau. Das war original, das erste und einzige Shiny, das mein Cousin in Karmesin bekommen hat, weil er zufällig auf dem Weg zu einer Team Star Basis war. Und hießen die Team Star? Ja. Hießen sie. Gut, ne? Nicht, dass ich jetzt hier sonst was für Filme schiebe nach Blutorange. Und da ist er random in so ein Kamaup rein, was auch Shiny einfach ein bisschen heller ist. Und dann, ja, hat das mitgenommen. Das ist mal ein Lucky Punch, Junge. Sowas hatte ich auch noch gar nicht. Boladin mit der Windmühle. Ey, die hat auf dem Bild genauso viel FPS wie im Spiel. Das haben sie ja toll eingefangen. Wow, einfach ein Screenshot hier gemacht. Ein GIF. Ein GIF haben sie genommen. Oh, Voltron finde ich sehr cool. Sehr schickes Kartendesign. Also das ist ja nochmal deutlich mehr Dynamik als bei dem Tauboss, als der 151er gerade. Da haben wir ihn gezogen, was auch immer das für eine Satzgrammatik war. Das war die Turboschwinge, die hat mich so reden lassen. Oh, die Streamer-Kollegin, Enigmara, das war auch verstörend, ihr Kampf, aber witzig, ja, auch mal neue Elemente mit reinbringen, das ist das Shiny, Duflor, Junge, weil ich vorhin ein bisschen über Giflor gelacht habe, ja, darum haben wir jetzt ein Shiny Duflor, bin ein bisschen traurig, dass sein Sabberfaden nicht auch noch eine andere Farbe bekommen hat, dass der jetzt so richtig blutrot wäre oder so, aber das wäre vielleicht auch ein bisschen zu krass. Wenn der dich dann anspuckt, ne, überall Blutflecken, richtiger Horrorfilm. Shiny Duflor. Ohoho, what the? Was ist das noch? Junge. Okay. Bro, das ist eins von diesen, wie hießen die, verfluchten Fluch-Pokémon? Verfluchten Fluch, Fliehu-Fluch? Das weiß ich nicht mehr. Das weißt du nicht mehr? Das ist aber schlecht. Ich muss jetzt weitermachen. Ach so, du ergreifst die Flucht. Ja. Die hat man ganz am Ende gemacht. Das war diese Schnecke, ja. Und dann gab es noch diesen Hirsch mit dieser Schüssel auf dem Kopf und diesen Säbelzahntiger mit diesen Zaunfehlen in der Fresse. Diese vier weggesperrten Dinger halt, genau. Und dieser Goldfisch war da noch, ja. Wow. Boy, also das ist natürlich mal ein ganz wildes Design. Heilige Scheiße. Unheils-Pokémon. Dankeschön. Das habe ich gesucht. Und wir haben eins gezogen. Yo, okay, schön so in Gold. Heftig. Das sieht richtig wertvoll aus. Ey. Gleich wieder nervösen Zitterer, Alter. Naja, so schlimm doch nicht. Cremanzo ist auch am Start. Fand ich cool. Von diesen kleinen Fackelköpfen. Die Feuer und diese dann etwas unheiliger wirkende Variante. Wirklich, wirklich cool. Ich habe auch Hüllen hier. Ja, wir haben Hüllen. Ich habe auch wieder welche mitgeschickt bekommen. Also die Freunde von Gate, wenn die was schicken, dann gibt es auch gleich immer neue Hüllen. Das wird natürlich auch fachmännisch wieder eingetütet. Das ist auf jeden Fall klar. Zack. Und wir gucken mal, wie es hier dann weitergeht. Yes, yes. Und widmen uns dem nächsten Pack und sind gespannt. Ein Schmerbe. Schmerbe finde ich auch toll. Zum einen finde ich Velsa super, gerade seit wir auch Pokémon Mystery Dungeon gespielt haben. Also, das war schon ein netter Dude. Und Schmerbe, look at him, der tut doch keinem was, oder? Das ist ja einfach nur ein sweeter Boy. So mag ich ihn. Einen Sonnenstein geben, dem Giflor, dem Duflor. Aber Sonnenstein war dann Blubella, oder? Und Duflor mit Blattstein war dann Giflor? Ich glaube, so rum war es nicht, dass wir auf einmal Blubella haben. Wenn wir Giflor wollen, du, dann ist erstmal was los. Aber wäre schon Ehre, wenn wir jetzt so einen Stein ziehen als Karte. Zwiebs,
Die Mäuse, richtig auf Wanderschaft. Hat er einen Picknickkorb dabei oder sieht das nur so aus? Das ist nur der Schwanz da hinterm Rücken, oder? Ja, ich glaube schon, der sanfte Hieb. Hätte ich aber gefeiert, wenn die picknicken gehen, aber die schleppen halt den Stein, ne? Die bauen einen Staudamm, Junge. Richtig nice. Ach, du wolltest bewusst Giflor verhindern. Okay, so rum. Ja, dann können wir auf Nummer sicher gehen. Ein Sonderbonbon. Nice. Ja, davon kriegt man mittlerweile auch so viele durch die offene Welt hinterhergeschmissen. Da drehst du ja irgendwo eine Runde, wo der Boden glitzert, ne? Und dann hängst du erstmal voll wieder. Machst einen Raid, zack. Alles am Stizzle. Stetiger Feuerhauch. Glumanda wandert in die Welt hinaus. Nice. Dann haben wir ein Kaokto. Ja, ist mir als Gegner hier und da ein bisschen auf den Sack gegangen. Fand ich davon ab jetzt aber nicht weiter spannend von den neueren Kollegen, muss ich sagen. Nemilas Rucksack. Geil. Dankeschön für diese Rucksackkarte. Und ein Donphan. Donphan auch mit den neueren Formen. Richtig cool gewesen. Ist ja damals im ersten Pokémon-Film schon geteasert worden, ne? Da hat Ash einen Donphan bekämpft. Da wusste man noch gar nicht, wo kommt das denn her, Junge? Diese eine Entwicklung, wo man den Controller eingeklemmt hat, weil man so und so viele Schritte machen musste. Ja, das war bei diesem kleinen Kampfvieh, glaube ich, oder? Bei diesem Karate-Hamster. Vielleicht ziehen wir den sogar noch. Ferkuli, da ist es. Und es sippt einfach genüsslich aus der Pfütze, Junge. Geil. Das ist eine sehr schicke Ferkuli-Karte. Auch dem Hintergrund ein bisschen gegönnt. Finde ich schön. Ein Pantimimi. Bro. Es ist ein Baby-Pokémon. Okay. Aber ich mag es so gar nicht. Seht ihn euch an, wie er da schreiend die Klippe runterfällt. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich würde ihn fallen lassen. Aber Pantimimi. Ich weiß nicht, geht nicht in meine Lieblingsdesign-Richtung. Oh, Forschung des Professors. Ja, moin. Zwei fette Döner für dein Tordok. Alter, das ist ein fairer Ausgleich, Vikinja. Und ein Sonnenstein als Nachtisch. Vielen Dank für die dicke Doni. Dankeschön, Dankeschön. Da müssen wir ja eigentlich jetzt auf Ehre was Geiles ziehen. Nämlich eine Basisenergie. Das hat sehr gut funktioniert. Okay. Naja, wir waren stets bemüht. Ich danke dir für die fette Doni. Vielen lieben Dank. Okay, unser Motto lautet, dieses Pack war in Ordnung, das nächste kann und muss geiler werden. Ja, das kann und muss geiler werden. Wir sind gespannt, vielleicht kann ich es damit anlocken. Das könnte sein. Wild wäre, wenn wir jetzt einen Mauzi ziehen, weil das Geld geklappert hat. Das wäre nochmal wilder, aber so... Wir drehen mal um und starten mit was utopisch krassen. Fühlt ihr es auch? Mit Nemila. Okay. Ja gut, die hat mich utopisch krass fast plattgewalzt, ne? In diesem einen Finalfight da kam ich ja ganz schön ins Schwitzen, Junge. Huiuiui. Dann haben wir Magma. Oh, Magma hat sich aber einen Dübel reingedreht, oder? Junge, der ist doch auf Substanzen, so wie er da sitzt und die Sterne ansieht. Was ist da denn los? Junge. Das Design im Vergleich zu den 151ern? Wild. Oh, Mankey, super cool. Mit dem Affenprügel. Okay, ich hoffe mit den Affenprügel, oder? Und dem Fußkick hier auf der Karte. Geil. Die Mankey in Mystery Dungeon, die immer das Haus zerlegt haben? Wenn man denen keine Kastanien gebracht hat? Das war auch eine sehr witzige Storyline. Spielt mehr Mystery Dungeon, Leute, das ist wichtig. Knatox, dieses Motoren-Pokémon. Ja, fand ich okay. Fand ich okay. War ja auch Dauergast dann bei Team Star, ne? Ist da ein bisschen auf den Sack gegangen, aber war cool integriert. Shugi, wo wir bei den Kollegen sind. Auch sehr wildes Design. Kamerubdigen mit dem Blick nach oben. Und der Mondscheinhügel. Da tanzen bestimmt die Mondkäber von Hogwarts. Ja, da sind gar keine Pipi oder so. Die wurden alle aufgefressen. Ein Mobtiff. Krass. Der sieht aber ungewöhnlich aus, wenn die Friese auch so hoch steht, oder? Sonst kenne ich ihn nur wie so einen kleinen Mafia-Paten, der dann irgendwie mit einer ganz anderen Frisur einfach wütend in der Gegend rumsteht. Das ist ein sehr gewagtes Design hier. Nice. Schön am Anspringen. Oi. Shiny. Tauwurf, Leute. Nice one. Ja, und auch da muss man sagen, cool,
Shiny Tauboss, aber wer da sagt, er sieht einen Unterschied, der lügt halt. Nein, so schlimm ist es auch nicht, aber ist eins derer, wo ich eher sage, wäre vielleicht doch ein bisschen mehr gegangen, ne, in der Shiny-Form. Muri, hi, hatten schon gute Hits, ja. Mew zum Beispiel in Full Art, habe ich mich sehr gefreut. Sehr, sehr cool. Das ist die Super Saiyajin-Entwicklung. Oh, deswegen standen die Haare so, ne? Oh, das kann sein. Wow, wo wir von Dawn fahren und den neuen Formen sprechen. Eisenrad, die Zukunftsform. Wow, steht sogar oben bei, wenn man zu blöd ist, so wie ich. Damn, Son, schaut mal diese Sternchen. Wow, was für nice Effekte. Sehr cool, Eisenrad ist dabei. Ich bin großer Fan von Flammenrad, habe ich bei Tornupto immer gemocht. Aber Eisenrad ist auch okay. Sehr, sehr fett. Welches Mew? Ich weiß gerade nicht, wo Shai es mit hingepackt hat. Shai hat sich alle Evoli-Entwicklungen gegönnt. Die haben wir auch gezogen. Aber aus den 151ern, Full Art Mew, in Non-Shiny. Aber von, ja, Karmesin 151, Junge. Klingt immer, als würde ich ein Rap-Album ankündigen irgendwie. Die 257, das hast du auf dem Shiny-Stapel. Okay, oben drauf. Könnte sein, dass wir unterschiedliche Stapelsysteme haben. Wichtig ist nur, dass wir es nachher wiederfinden zum Eintüten. Und da muss ich sagen, da haben wir bisher noch jeden wiedergefunden, liebe Leute. Okay, wir gucken mal. Like this. Ja, ja. Und wir starten mit dem Kloptopus. Muss ich sagen, finde ich den Namen, weil er so passend ist, deutlich cooler als das Design an sich. Welche Packs ich öffne, das sind diese hier. Paldeas Schicksale heißen die. Und ja, haben eben Shiny Chance mit drin, ne? Karmesin und Purpur, die neuesten Editionen. Und dann Paldeas Schicksale. Mit Ausrufezeichen Cards im Chat. Kommt ihr auch zu den Freunden von Gate. Die haben da auch alles mit am Start. Könnt mit meinem Code noch sparen. Wer da gerne reinlunzen möchte, der kann das auch sehr, sehr gerne tun. Knabon, die Vorentwicklung von dem Feuerteufel von vorhin. Ja, auch sehr schön hier mit dem feurigen Kamehameha, Junge. Und direkt noch dem Tritt in die Fresse. Na, das ist genau, was wir brauchen. Ein Gruff haben wir. Ah, da ist der Stapel. Dankeschön. Shai hat extra ihre Arbeit ruhen lassen. Ja. Viele Leute mussten sinnlos sterben. Aber wir haben den Stapel jetzt wieder. Sehr gut, sehr gut. Gruff, den fand ich toll. Diese Friedhofshundis, die ja dann auch so eingebuddelt waren wie so eine Grabkerze, ja. Und dann sind die rausgekommen, wenn du in ihrer Nähe warst. Gruff. Hunde sind natürlich immer ein Bonus. Felino. Oh, ich liebe Felino. Ich liebe Morlord. Ich liebe Surlord. Ich finde sie alle so toll. Sind so Pokémon in Richtung Lamus Enton Design. Da bin ich natürlich großer, großer Fan. Dann haben wir Fletiamo. Die fand ich nicht so geil. Die letzte Entwicklung war ganz cool. Und die Vorentwicklung, die war auch sehr witzig. Weil da hatten wir ein Pokémon Snap, so ein Level, da waren nur solche Nasenabdrücke an der Wand. Und dann, als wir bei Tag gekommen sind, hingen sie da an der Wand und haben so eingerastet mit ihrer Nase. Und haben da dann geschlafen. Das war auch toll. Müsste auch eine Playlist sein auf YouTube. New Pokémon Snap, wer da noch nie reingeschaut hat, ein wundervolles Spiel. Auch zum selber spielen natürlich. Was ist das hier oben? Das soll so sein. Ich dachte, da ist ein Haar oder so. Aber diese Leiste soll so unterbrochen sein. Oh, Gengar. Cool. Und was ein Gengar-Design, oder? Wow. Fantastisch. Nachtma dabei. Zunge raus, Hände hoch und der Vollmond hinter diesem spooky Baum im Hintergrund. Super nice. Oh, und ein Dedenne. Nice. Das Taschen-Pikachu. Kannst du in eine Hosentasche stecken. Nos mit 10 wunderbaren Geschenkabos auf Nacken vom Spooky Gengar. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Und wir haben den anderen Professor noch gezogen. Guck mal. Eben hatten wir Antiqua, die wir ja auch in unserem Playthrough hatten. Und das ist, meine ich, der Zukunftsdude dazu. Nice. Oh, und ein Magbrand. Mag ich nicht so gern wie Elevoltec. Aber gerade hier in dieser Pose, da sieht er jetzt auch nicht so wild und chonky aus, wie man es vielleicht gewohnt ist.
Das finde ich sehr, sehr nice. Also die dynamischen Designs, vielleicht ist euch schon aufgefallen, die mag ich sehr, sehr gern. Und das kommt auch bei diesem Magbrand wirklich böse rüber. I like. Okay, cool. Shai hatte mir hier jetzt nochmal den Stapel hingelegt. Jawohl. Das heißt, hier sind jetzt unsere Special Boys dabei. Ah, da ist es, ja. Da ist es schon. Die werden nachher alle schön eingetütet. Aber ich glaube, gerade hatten wir noch Packs. Wo habe ich die jetzt? Oh Gott, die Haufen. Sie nehmen Überhand, aber eines haben wir noch, ja. Eins können wir noch öffnen. Nos, dankeschön. Und sind gespannt, was es wird denn geben. Und ich glaube, der erste ist jetzt entscheidend, Leute. Es ist Flatutu. Flatutu, okay, also wird euch überraschen, ist jetzt auch nicht keins von meinen Favoriten, so. Und ich glaube, das war gerade doppelte Verneinung, das meinte ich nicht. Ich mag es nicht, so, machen wir es lieber safe. Zurokex ist mit dabei. Den fand ich aber ganz witzig, weil der immer eine rutschende Hose hat, ne? Die muss er immer hochziehen. Der ist wie ich und ist zu faul, einen Gürtel zu kaufen. Das Mew ist wirklich cool. Ich habe letztens aus 151 das Glurak Alternate Art gezogen. Oh, das ist auch geil. Und Glurak ist sowieso immer big, oder? Hast du die im Stream ausgepackt oder so? Dann hätte ich das verpasst on Stream. Scheiße. Gierspenst. Ein sehr witziges neues Pokémon. In seiner Schatulle da mit den Goldmünzen. Nice. Dann haben wir nochmal Maracamba. Den kennen wir. Oh, Kirlia. Cool. Es sieht aber nicht besonders glücklich aus, oder? Was ist da los? Wird es irgendwo reingerissen da in so einen Strudel? Es wirkt so, ne? Also glücklich sieht anders aus, würde ich meinen. Sehr wild, was da im Hintergrund passiert. Wow. Dann haben wir Irokex. Ah, guck mal. Als Entwicklung. Ja, rutschende Hosen. Überall. Ari ist aktuell eh voll in Lorcana drin, was Karten angeht, statt Pokémon. Ja, da habe ich letztens reingeguckt, als sie irgendein Schneewittchen oder so gezogen hat, ne? Ja, also Lorcana finde ich auch ganz nett. Hatte ich auf jeden Fall auch Freude mit. Aber Pokémon und Yu-Gi-Oh!, die sind für mich doch ein bisschen weiter oben, muss ich sagen, ja. Elfhorn als Entwicklung von unseren Baumwollfreunden. Heute als erstes gezogen, ne? Jetzt hier. Die Weiterentwicklung noch im letzten Pack. Oh, die Familie. Guck mal. Darum haben sie die Steine gemeinsam bewegt. Nice. Damit sie ihre Family ein Haus bauen können. Junge, dieses Design. Die will ich auch niemals shiny handen, Mann. Ich habe jetzt Truthahn-Tarnung gelesen als Fähigkeit. Kann auch funktionieren. Sollte man dann nicht beim Erntedankfest machen, ne? Aber sonst, wer weiß. Mori mit der 24. Dankeschön. Oh, und die Entwicklung sogar. Monetigo, die Entwicklung von Gierspenst. Super weirdes Vieh. Also, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich weiß es immer noch nicht. Ich finde es irgendwie funny und funky. Aber definitiv kein Pokémon-Design, wo ich sage, geil, bin ich total am Start. Oh, Cravalloro, Junge, auch wieder mit den Sternchen hier am Glitzern. Cool, die gab es ja auch in verschiedenen Formen, ne? Verschiedene Formen mit verschiedenen Farben, in dem Fall haben wir den grünen Kollegen. Sehr cool, wie er so 3D-like aus der Karte rausgesprungen kommt. Nice, nice, nice. Cooles Design. Und wir haben noch eine Basis Kampfenergie. Na, guck mal. Da waren doch ein paar shiny Freunde mit am Start.